Ja, die Schlote der Digitalisierung, lieber Dirk, liebe Zuhörer, Zuschauer, die Schlote der Digitalisierung im Silicon Valley, die rauchen genauso wie früher in Gelsenkirchen. Atomkraft, Gentechnik, ITK, der Geist ist aus der Flasche. Alles, was Sie hier sehen, diese ganzen neuen Phänomene der Digitalisierung, die sind ja Realität. Die bringt man auch nicht mehr zurück in die Flasche. Die Frage ist, nutzen wir solche Technologien, neue Technologien zum Wohle der Menschen oder schaden sie der Umwelt? Und dazu schauen wir uns jetzt alle erstmal ein paar Zahlen an. Denn Digitalisierung hat Umweltwirkungen. Mittlerweile gehen bereits nach Studien 4% der weltweiten CO2-Emissionen aufs Konto der Digitalisierung. Das ist so viel wie die Weltwirtschaft, die Wirtschaften von Deutschland und Kanada zusammen, um das mal in Relation zu setzen. Oder eine andere Studie sagt, die Digitalisierung verbraucht mittlerweile doppelt so viel CO2 wie der Flugverkehr. % des Energieverbrauchs der Digitalisierung weltweit verursachen die Rechenzentren. Was passiert in diesen Rechenzentren? Neuerdings natürlich vor allen Dingen auch KI. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass allein das Training einer modernen KI-Anwendung so viel verbraucht wie 300 Roundtrip-Flüge von San Francisco nach New York. Oder den Lebenszyklus von 5 Autos. Das Datenvolumen steigt, 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 das derzeit über die weltweiten Leitungen so läuft. Wenn Sie sich vorstellen, was im letzten Jahr war mit Corona, wir sitzen selber gerade in der Videokonferenz, statt dass wir physisch zusammensitzen. Das Datenvolumen im Streaming-Bereich wächst auch in den Jahren 2020 und 2021, auch wenn wir da die letztendlichen Zahlen noch nicht haben, sicher genauso weiter, wenn nicht sogar stärker, als wir das hier in der Dynamik beobachten können. Mal weg vom Energieverbrauch, Ressourcen. Eine Studie sagt, dass vor 2 Jahren noch, mittlerweile sind es wahrscheinlich noch viel mehr, 124 Millionen alte Smartphones, Mobiltelefone ungenutzt noch in deutschen Haushalten rumliegen. Da redet man also nicht über die, die schon im Abfall angekommen sind, sondern nur die, die ungenutzt rumliegen. Digitale Endgeräte, seltene Erden, Transport und so weiter können sich vorstellen, riesige Umweltauswirkungen. Auch das, was wir als Konsumenten tun, jeder von uns, hat Auswirkungen auf die Umwelt. Beispiel. Gibt es eine Umfrage, würden Sie Ihr Online-Konsumverhalten ändern, wenn Sie die Umwelt- und Klimawirkungen von ähnlichen Produkten, zum Beispiel bei einer Google-Suche, ja, auf einen Blick vergleichen könnten? Viele sagen ja, aber natürlich gibt es immer noch fast die Hälfte, die sagt nein. Ist uns eigentlich egal, ob es da eine Umweltwirkung gibt in meinem Konsum. Und damit belasse ich es auch schon mit den ganzen negativen Seiten. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage Klimakiller oder Klimaretter. Und Klimakiller, das haben Sie jetzt verstanden, da könnten wir viele Studien ranziehen und feststellen, okay, gefährliches Thema. Aber spannender ist doch, wie kann man Digitalisierung nutzen, digitale Technologien nutzen, um zum Klimaretter zu werden, zum Umweltschützer, zum Artenschützer, zum Naturschützer. Und dazu habe ich mal aus 7 verschiedenen Perspektiven versucht, das Thema zu beleuchten. Das ist mal mehr, mal weniger stringent, aber ich habe einfach versucht, mal ganz verschiedene Ansichten für Sie aufzubereiten, damit wir so ein gemeinsames Bild haben. Und ich beginne mal mit dem, was mir am nächsten steht, die umweltpolitische Digitalagenda des BMU selbst. Wir haben eine Digitalstrategie und mit dem Chart will ich Sie jetzt nicht lang belasten. Ich will Sie nur beeindrucken und Ihnen zeigen, wir haben sowas. Aber die kurze Form ist die hier. Wir glauben, es gibt 2 Megatrends in der Gesellschaft im Moment. Sozial-ökologische Transformation, die motiviert uns natürlich, das wollen wir erreichen. Und auf der anderen Seite die digitale Transformation. Die, ganz ehrlich, treibt uns so ein bisschen vor sich her. Ja? Stichwort Silicon Valley. Und wir haben daraus 2 große Aufgabenpakete für uns entwickelt. Das eine nennen wir fachpolitische Digitalagenda, also die Ökologisierung der Digitalpolitik.
Und auf der anderen Seite die interne Modernisierungsagenda, also die Digitalisierung der Umweltverwaltung, der Umweltpolitik. Auf diesen beiden Strängen arbeiten wir. Und das Schlüsseldokument für uns, die Bibel, eigentlich für alle, die sich für den Zusammenhang zwischen Umwelt und Digitalisierung interessieren, ist die umweltpolitische Digitalagenda, letztes Jahr veröffentlicht worden. Da sind 72 Maßnahmen drin, das ist ein ausführliches Dokument, wo Sie genau nachlesen können, wie die Zusammenhänge in den einzelnen Fachbereichen von E-Agriculture über Smart Cities, von E-Mobility bis E-Commerce jeweils sind. Und ich habe Ihnen ein Beispiel mal rausgepickt. Auch da müssen Sie sich nicht alles anschauen. Ich wollte es nur mal visualisieren. Aus dem Bereich Naturschutz, Land- und Wasserwirtschaft gibt es natürlich auch eine lange Latte von Maßnahmen. Ich habe mal eine Seite rauskopiert. Da geht es um Reallabore, da gibt es um Spezialtechnologien, die Bildgebungsverfahren im Agrarmonitoring. Und ganz spannend, deswegen habe ich es hier auch markiert, Europäisches Monitoringzentrum Biodiversität ist letzten Monat live gegangen. Das gibt es real, das ist also keine Maßnahme, irgendwie so ein Plan, sondern es ist existiert. Und da geht es darum, alle Daten, die man braucht, um Pflanzen und Tiere, Biodiversität, Leben auf der Erde, bei uns in Deutschland und in Europa, alle Daten, die man braucht, mal aufzubereiten, zu sammeln und entsprechend auch für Entscheidungen dann zur Verfügung zu stellen. Ganz spannendes Projekt, können Sie ja alles nachrecherchieren. Deswegen gehe ich schon eins weiter, Umweltverwaltung 4.0, wenn ich wegkomme von der fachpolitischen Agenda zu dem, was wir intern machen. Natürlich müssen wir auch unsere IT anpassen. Natürlich müssen wir auch unsere Arbeitszeitregelungen anpassen an mobile Arbeit und Videokonferenzen. Natürlich müssen wir auch unser Liegenschaftsmanagement anpassen, um in Büros anders zusammenarbeiten zu können. Aber das Entscheidende ist der Kulturwandel. Es muss in alle Köpfe rein und da ist das BMU wirklich extrem weit. Ich habe ein bisschen auf die Wirtschaft gesehen. Ich weiß, dass es da in den Konzernen auch nicht immer so ist. Aber das BMU hat sich dem Thema wirklich absolut gestellt und hat ein großes Maßnahmenprogramm ergriffen, um wirklich alle intern auch zu schulen und Leute einzustellen, neue Profis von draußen, um den Kulturwandel hinzukriegen, dass wir uns auch als Digitalisierungstreiber verstehen können. Wir werden auch getrieben bei dem Thema. Wir treiben es nicht nur allein, sondern der Gesetzgeber zwingt uns auch. Das populärste Beispiel ist sicher das Online-Zugangsgesetz, das wichtigste Digitalisierungsprojekt der deutschen Verwaltung. Verpflichtet Bund und Länder bis spätestens 2022 alle Verwaltungsleistungen elektronisch anzubieten. Bei uns heißt es zum einen im Themenfeld Umwelt, für das wir verantwortlich sind, dass wir im föderalen Bereich mit Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz 25 Verwaltungsleistungen digitalisieren. Konkret heißt es, Antrag stellen, Genehmigung erteilen, ganz grob gesagt. Und dafür, nur damit Sie ein Gefühl haben für das Volumen, das da auch dahinter steckt, sind im Moment 140 Millionen Euro vorgesehen. Wenn man auf den Bund selber schaut, gibt es auch eine Reihe von Maßnahmen. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, was die 38. BIMSCH-Verordnung genau ist, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Es ist so viel mittlerweile da am Machen und in unseren Behörden. Das BMU ist ja nicht nur das Ministerium, sondern wir haben auch vier nachgeordnete Behörden, das Bundesamt für Strahlenschutz, für Naturschutz, das Umweltbundesamt und so weiter. Also da ist ganz, ganz viel im Moment in Arbeit. Ein Schlüsselprojekt in der internen Nutzung von modernen Technologien ist das, was wir salopp Umweltdaten-Cloud nennen. Die Profis bei uns nennen es Umwelt- und Naturschutzinformationssystem Deutschland, UNISD abgekürzt. Da ist eine Machbarkeitsstudie vor ein paar Wochen auch veröffentlicht worden. Und auch da sehen Sie auf der rechten Seite eine Übersicht, willkürlich rauskopiert. Das ist so ein 400-Seiten-Dokument, wie viele Datenbanken es gibt mittlerweile im Umweltbereich, um Umweltinformationen zu Wasser, zu Tieren, zu Schadstoffen und so weiter abrufen zu können. Und da mal eine Übersicht reinzukriegen, gemeinsamen Zugang zu ermöglichen, für KI-Anwendungen auch entsprechende Zugänge zu bieten, Open Data zu berücksichtigen. Das ist der Kontext UNISD, Umweltdatencloud, Riesenprojekt für alle, die sich mit Umweltinformationen beschäftigen, das Schlüsselprojekt. Nicht nur das BMU macht was, auch die Bundesregierung an sich als Ganzes. Gestern war die Doro ja da, hat ein paar Themen aus ihrer Sicht schon vorgestellt. Digitalkabinett kennen Sie, Digitalrat Peter war gestern auch da.
Es gibt sehr viele Strategien der aktuellen Legislaturperiode, Blockchain, KI, Daten, wo es immer darum geht, auch die Umweltsicht mit zu berücksichtigen, was wir auch tun. Und ich habe zum Digitalgipfel, nur um ein Beispiel mal rauszugreifen, ein Zitat aus der Pressemitteilung von Altmaier, Minister Altmaier rausgesucht. Das Motto damals war digital nachhaltiger Leben. Da sehen Sie schon, wie wichtig das Thema ist, auch in der Bundesregierung. Und er sagt, Digitalisierung kann enormen Beitrag für Erreichen der Klimaschutzziele leisten. Und so sehen wir das auch und arbeiten dran. Nicht nur auf Bundesebene, nicht nur auf föderaler Ebene, sondern auch auf EU-Ebene. Letztes Jahr war Deutschland ja Vorsitzender der EU-Ratspräsidentschaft. Und da gab es einen großen Arbeitsstrang Digitalisierung zum Wohle der Umwelt. Aus den Ratspräsidentschaften kommen immer sogenannte Schlussfolgerungen des Rats raus. Und da sind wir sehr stolz darauf, dass ein ganz tolles Maßnahmenpaket rausgekommen ist. Ich nenne mal bloß drei Beispiele. Wir wollen digitale Produktpässe auf europäischer Ebene einführen. Jetzt mal beginnt das erste Beispiel mit Batterien für Elektrofahrzeuge. Digitale Produktpässe, aus denen der Verbraucher dann sofort ersehen kann, wo ist eigentlich was ist der Umweltnutzen, was sind die Umweltschäden des jeweiligen Produkts, der sich da kaufen will. Ökodesign-Richtlinie, neu für digitale Endgeräte, denn da gibt es noch nicht. Und wir wollen auch, dass die Reparierbarkeit von IKT-Produkten besser wird, als sie heute ist. Sie kennen alle das Thema mit Handys, wo sie die Akkus nicht mehr austauschen können. Das sind natürlich Themen, wo wir im Sinne der Ressourceneffizienz ran wollen, auf europäischer Ebene. So, dann gehe ich mal ein bisschen weg von der Politik. Wirtschaft. Wenn Sie jetzt glauben würden, nur die Politik will irgendwas und die Wirtschaft will das nicht, kann ich Ihnen sagen, meine ganze Erfahrung spricht da ganz andere Bände. Es gibt einen sehr, sehr hohen Run auf das Thema in der Wirtschaft, sowohl bei den Verbänden. Bitkom hat zusammen mit Accenture vor kurzem eine Studie gemacht zu Klimaeffekten der Digitalisierung. Kann man immer darüber diskutieren, ob wir das genauso sehen, ob die Fachleute es genauso sehen. Aber im Detail, aber erst mit, dass sich die Verbände damit beschäftigen, ist ja schon ein deutliches Zeichen. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Google hat vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass das Google Maps, die Google Maps App, künftig umweltfreundlichste Routen anzeigen wird. Sie können also nicht nur noch schnell und schön suchen, sondern auch noch umweltfreundlich. Das sind Sachen, die uns natürlich super gut gefallen und wo es, glaube ich, in vielen, vielen Bereichen der Wirtschaft hingehen wird. Und als Schwerpunkt haben wir den Punkt Startups rausgesucht. Denn die sind vielleicht sogar noch mehr als die traditionellen großen Player wichtig, wenn es darum geht, neue innovative Ideen aus der Digitalisierung für die Umwelt zu nutzen. Da gibt es ein super Dokument, den sogenannten Green Startup Monitor vom Borderstep Institut zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Startups. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen, können Sie ganz viel erfahren, wie im Moment da in der Szene, in der Digitalszene gedacht und argumentiert wird. Es gibt für die Finanzierung von Startups tolle Ideen, da heißt der Sustainability Gründerfonds. Da gibt es einen Abschlussbereich auch aus den letzten Wochen, wo sehr, sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt werden. Und es gibt bereits Initiativen aus der Wirtschaft, Selbstverpflichtungen. Letztes Jahr haben sich über 500 Tech-Unternehmen und Risikokapitalgeber zusammengetan. Ich fand die Headline so toll. Jetzt schaltet die digitale Avantgarde in den Thunberg-Modus. Alles Beispiele, die Ihnen zeigen sollen, Umwelt und Digitalisierung zusammenzudenken, ist nicht eine Spinnerei von einem CDO, von einem BMU, sondern ist etwas, was in der Wirtschaft, in der Politik breit verankert ist. Was können Sie denn selber tun? Green IT, Stichwort Green IT. Wir sagen immer, Green IT, das ist so die alte Denke, Green IT, nachhaltige Digitalisierung ist eine Stufe höher. Sozial-ökologische digitale Transformation ist das Modell auf der gesellschaftlichen Ebene. Also Green IT, nachhaltige Digitalisierung, sozial-ökologische digitale Transformation, das wäre so die philosophische Steigerung. Was können Sie in Ihrer Organisation tun, um Green IT im eigenen Serverraum, in den eigenen Geräten besser hinzukriegen? Das Wichtigste ist natürlich Ökostrom, klar. Zweitens Lebenszyklus von Geräten. Umweltfreundliche Geräte kaufen, Nutzungsdauer verlängern,
Nutzungsverhalten energieeffizient machen und die Entsorgung nach den geltenden Regeln und nicht einfach in den Müll schmeißen. Da ist schon mir sehr viel geholfen. Ansonsten können Sie sich immer orientieren am Umweltzeichen Blauer Engel. Den gibt es übrigens auch für Rechenzentren, den gibt es auch für Software. Also auch da kann man Gutes tun oder nicht so Gutes tun bei den Entscheidungen, die man trifft im Unternehmen. Und die Initiative der 500 Unternehmen, die ich gerade genannt habe, Leaders for Climate Action, hat auch einen Leitfaden rausgegeben, CO2-Reduktion für Unternehmen. Das ist so ein schnell zugänglicher, einfacher Leitfaden, wo sie wirklich schnell zu Erfolgen kommen, ohne dass sie sich groß mit wissenschaftlichen Anträgen auseinandersetzen müssen. Anlaufstellen gibt es auch. Im IT-Planungsrat gibt es die Kompetenzstelle Green IT. Wir haben selber eine Geschäftsstelle Green IT für die IT des Bundes. Ja, es gibt ja viele Bundesbehörden. Das BMI, Bundesministerium des Inneren, hat die Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung. Und im UBA, das ist so die klassische Anlaufstelle auch für Bürger und für Unternehmen, gibt es eine Beratungsstelle Nachhaltige Informations- und Kommunikationstechnik Green IT mit super kompetenten und freundlichen Ansprechpartnern, wenn Sie da mal Fragen haben zum Thema Green IT. Noch eine Perspektive, künstliche Intelligenz. Das BMU fördert natürlich auch, in der Bundesregierung ist das ein großes Thema, wir fördern auch KI, derzeit mit einem Volumen von 55 Millionen Euro auf zwei Förderlinien. Aber was eigentlich das Spannendste ist, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, wir können eigentlich mit auch so einer großen Summe, einer scheinbar großen Summe für 55 Millionen Euro, eigentlich nur einen Bruchteil dessen finanzieren, was an KI-Projekten draußen eigentlich förderungswürdig wäre wahrscheinlich und wo sie zumindest die Leute bei uns beworben haben. Es gibt deutlich mehr Anträge, als wir fördern können. Und das ist ein riesen Thema, denn Sie können sich vorstellen, wenn wir über KI reden, reden wir über KI im Umweltbereich. Und ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, nennt sich AI for Grids. Ich versuche es mal in simplen Worten zu erklären, soweit ich es verstanden habe. Die Profis können das ja immer viel besser. Erneuerbare Energien speisen Strom unregelmäßig ins Netz ein. Der Energiebedarf steigt aber ständig. Deswegen ist ein gewisses Risiko da, dass die Stabilität der Stromnetze gefährdet ist. Und da gibt es jetzt über KI neue Lösungsansätze, indem man intelligente Betriebsführung von Verteilernetzen macht, indem KI-gestützt Störungen detektiert werden, Verbraucher geregelt werden, also nicht wir Verbraucher, sondern Verbrauchergeräte und natürlich entsprechende Prognosen auch vorausberechnet werden, wo wie in bestimmten Stadtteilen zum Beispiel die Energieverteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Da kann man mit KI ganz, ganz viel machen und das sind so typische Beispiele, wo wir versuchen mit Geld zu helfen, damit lokale Anbieter und Konsortien da auch entsprechend das in die Umsetzung bringen können. Damit komme ich auch schon zum, zu einer wichtigen Perspektive natürlich. Wo kommen die Informationen her? Wo kommt das Wissen her? Wo kommen die Fakten her? Und wie kommuniziert man sie weiter? Wie verteilen wir das Wissen in der Bevölkerung, in die Startups, in die Unternehmen, in die Verbände und so weiter? Das Wichtigste Medium für uns ist das Umweltbundesamt, ganz ehrlich. Denn dort werden ganz, ganz tolle Schlüsseldokumente, Basisdokumente, Basisforschung bereitgestellt. Ein Impulspapier, das ich Ihnen dringend ans Herz legen kann, wenn Sie sich für das Thema Digitalisierung und Umwelt interessieren, ist Digitalisierung nachhaltig gestalten. Für Spezialisten gibt es dann auch so Sachen wie die Ökologisierung des Onlinehandels, also wo man sich mit E-Commerce und nachhaltigem Konsum beschäftigt. Und ganz aktuell ein spannendes Projekt auf europäischer, internationaler Ebene ist die Coalition for Digital Environmental Sustainability, CODES, kurz abgekürzt, auch relativ frisch auf den Markt gegangen. Und das sind nur drei Beispiele. Ich könnte Ihnen 20 da nennen, wenn Sie auf die Website des Umweltbundesamts gehen und sich da mal entweder über die Stichwortsuche oder über die Dokumente durchscrollen, werden Sie ganz viele Informationen finden. Forschungsstand und klare Handlungsempfehlung gleichzeitig. Was hat Digitalisierung für Umweltauswirkungen in einzelnen Sektoren, auf einzelnen Technologiefeldern? Wir schauen uns natürlich nicht nur KI an, wir schauen uns auch Blockchain an, wir schauen uns 5G an. Jetzt reden wir bald über 6G, wir reden über Quantencomputing. Technologie bleibt ja nicht stehen, sondern es geht dauernd weiter. Kryptowährungen, Blockchain ist wirklich ein
in vielerlei Hinsicht ein ganz kritisches Thema, wo man genau hinschauen muss, was mit Datenverkehr und mit Stromverbräuchen und so ansteht aus Umweltsicht. Also da ist das Uber die erste Anlaufstelle, wenn Sie echte Fakten suchen und Informationen suchen, denn Sie wissen ja, im Internet ist heute viel Unsinn auch unterwegs. Für die Philosophen unter Ihnen gibt es ein Schlüsseldokument, das ist das WBGU-Gutachten von 2019. WBGU ist der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Die haben ein Hauptgutachten gemacht, auch sehr, sehr dickes Dokument, gibt aber auch eine kurze Zusammenfassung. Unsere gemeinsame digitale Zukunft, wo man jetzt weniger analysiert, was jetzt ist, sondern mehr in die Zukunft schaut. Wie kann sich das über die nächsten 20, 30 Jahre entwickeln? Und da gibt es so ein Drei-Stufen-Modell, das WBGU entwickelt hat. Also wer so ein bisschen Interesse hat an Zukunftsforschung und an philosophischer Aussicht, wie sich die Stränge Digitalisierung und Nachhaltigkeit aufeinander zubewegen, wäre das Schlüsseldokument. Für die Praktiker unter Ihnen, die gern sich vernetzen, so wie wir es heute tun, und die gestern schon, es waren super spannend, die ganzen unterschiedlichen Perspektiven und die Leute zu sehen. Es ist immer schade, dass man danach nicht wirklich physischen Gin trinken kann, aber es ist ja toll, dass es solche Veranstaltungen wie die Tage jetzt gibt. Codina ist das Netzwerk, das die digitale Transformation in den Dienst des sozial-ökologischen Wandels stellt, wo also die Leute zusammenkommen, die sich aus einer Forschungsperspektive, aus den Wissenschaften, aber auch aus den Umweltverbänden, aus den NGOs und so weiter, die sich da aufeinander zubewegen, um diese beiden Themen zusammenzubringen. Da geht es dann auch um manchmal ein bisschen abgehoben klingende Themen wie digital-ökologische Staatskunst. Aber da ist wirklich die Anlaufstelle Nummer eins für alle, die sich vernetzen wollen und nicht nur Dokumente und Studien lesen. Es gibt mittlerweile eine Menge unterschiedliche Bücher zu dem Thema. Ich habe mir zwei willkürlich rausgegriffen. Es könnten auch ganz andere sein, wobei ich den Tillmann Santagas natürlich sehr schätze. Sie sehen ihn unten auch im Bild bei der Republika. Republika 2019 war eine große Veranstaltung, bei der es schwerpunktmäßig um Umwelt und Digitalisierung ging. Und die Schlüsselveranstaltung zu dem Thema ist Bits und Bäume. Gibt es auch immer noch, gibt es Arbeitsgruppen, wenn Sie es auf Twitter schauen, wenn Sie sich auf die Website begeben, werden Sie sehen, da geht es dann wirklich vom Chaos Computer Club bis zu Greenpeace, sage ich mal, werden da die Initiativen, die Engagierten, also wo es nicht Politik, Wirtschaft, Verbände dieses Level, sondern wo wirklich an der Basis die Leute, die mit viel Engagement und mit dem ganzen Wissen, das in der Praxis da ist, diese Themen voranbringen. Also Bits und Bäume ist eine super Anlaufstelle an der Stelle. Social Media habe ich schon ein paar Mal genannt jetzt. Wir machen natürlich auch viel selbst. Wir machen Podcasts. Wir haben, Bot steht da so schön, das ist nichts anderes als ein Informationskanal, ein Newsletter auf Threema, auf Telegram können Sie abonnieren für Ihr Handy. Es gibt natürlich Newsletter. Wir bieten sogar Online-Sprechstunden an im Bundesamt für Strahlenschutz, wo man Bürgermeistern und Landräten und kommunalen Bediensteten Kommunikation anbieten zum Thema 5G. Kennen Sie ja die Diskussion vielleicht in Ihrem Wohnort. Also wir nutzen das ganz, ganz massiv, denn es ist halt so, wir leben im Jahr 2021, es gibt auch viel Fake News da draußen, es gibt auch Klimawandelleugner, es gibt viele, viele, die gegen Umweltschutz sind, gegen Artenschutz sind, gegen Emissionsschutz sind, gegen Naturschutz in jeglicher Form sind. Und da müssen wir auch dagegen halten, kommunikativ. Und die Schlüssel-Website aus unserer Sicht ist natürlich bmu.de/digitalisierung. Da finden Sie alles das, was das BMU zu dem Thema macht und viele, viele weiterführende Links, wo Sie sich weiter bewegen können von dem Ausgangspunkt, den ich Ihnen heute versucht habe zu geben. An der Stelle würde ich auch Schluss machen, denn ich glaube, ich habe so viel Ihnen jetzt an Anknüpfungspunkten mitgegeben, über die wir in der Diskussion dann reden können. Mir ist wichtig, zum Abschluss noch eines zu sagen. Klimaretter oder Klimakiller? Aus unserer Sicht beides möglich. Den Klimakiller, da tun wir alles, dass wir es verhindern. Da brauchen wir Sie, brauchen wir jeden Einzelnen, dass das klappt auch. Klimaretter,
habe ich Ihnen, glaube ich, gezeigt, das tun wir wahnsinnig viel. Wir nutzen Digitalisierung wirklich an jedem Ecke und Enden, an allen Ecken und Enden. Wir sind an den modernsten Technologien dran. Wir haben viele, viele Experten. Wir sind super vernetzt und tun alles, damit Digitalisierung nachhaltig und gemeinwohlorientiert wird. Vielen Dank.